ich meine, schnell. Was willst du? Das Zimmer der Königin. Sieht aus, als wäre dieses Zimmer belegt. Oh, das habe ich Lausch mal gesagt. Ich sage lieber guck mal. Oh, oh. Was macht der da? Ach ja. Der Wind hat sich gelegt. Es ist der Fluch des widerstandenen Satans. Unsere verehrte Königin erwacht nicht. Achso, unsere... Ja, heute habe ich es mit Lesen wieder. Die Zeit ist reif. Eine Legende wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Psst. Hey, sollten wir nicht bald eingreifen? Wir haben ein Essen mit Präsident Shinra. Sag du es ihm. Ich kann es ihm nicht sagen. Na los, na gut. Verstehe ich nicht. Eine Legende wurde von Generation zu Generation... Ja, das kennen wir. Das verheißene Land. Mir geht der Präsident so auf die Nerven. Einer mit blauen Augen. Es ist immer dasselbe, wenn wir geschäftliche Mitglieder sind. Wir kommen von so weit her nur dafür. Und ein großes weißes Schwert auf den Rücken. Führt ins verheißene Land. Ja, schön. Was jammerst du? Du musst immer das Licht... Du musst nur das Licht halten. Ich muss nur die schwere Rüstung tragen. Ich weiß. Aber das gehört alles zum Job. Ach ja? Hast du gehört? Die Frau des Präsidenten hat das mit seinem kleinen Hobby herausgefunden. Haha, echt? Das ist das Erste, was ich höre. Sieht aus, als wäre er erledigt. Mensch, bin ich froh. Himmel, Herr Präsident. Ich meine, Eure Majestät. Oh, tut mir leid. Bitte nimm den uralten Fluch zurück. Ach ja, das ist interessant. Schnell. Gut. Was ist das hier? Ah, sehr schön. Und hier gibt's die Schminke. Oh Gott, noch einer von denen. Du weißt schon, die empfindliche Sorte. Ignorieren einfach. Hey, nicht. Oh je, ich nehme einfach nicht ab. Hallo, du darfst hier nicht rein. Eh, ein Perverser. Was? Okay, na gut. Raus da. Puh, ich meine schnell, das kennen wir schon. Was ist das hier? Der sieht unbewohnt aus. Nein, noch umsehen. Wir nehmen diesen Raum hier. Der Gruppenraum. Ich nehme es. Ich nehme dieses Zimmer. In Ordnung, wir müssen nur das Zimmer reingehen. Du überlegst es nicht anders, oder? Muss ich mich wiederholen? Sei mir nicht böse. Oh je, einer von diesen Portalos. Und sie öffnet die Tür. In Ordnung, bitte. Hier entlang, bitte. Wollen wir anfangen? Ich nehme an, da du dieses Zimmer ausgesucht hast, bedeutet das, dass du nicht gerne alleine bist. Ja, und ich sage, ich bin daran gewöhnt, alleine zu sein. Ich bin immer alleine. Schon gut, schon gut. Du bist vielleicht empfindlich. Na los, alle warten schon. Alles? Achso, alles warten. Alles? Hier sind sie. Hier hören. Alle aufgepasst. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Oh mein Gott. Ja! Mucki. Wie ist es? Grinch, grins. Oh Mann. Was mache ich nur? Es könnte gefährlich werden. Sieht aus, es wäre ein ganzes Leben eine einzige Krise. Puff. Sei nicht so verklemmt. Entspann dich, Junge. Lass uns den ganzen Schmutz und Schweiß abwaschen. Wie schaut's aus? Ja, und jetzt kommen die alle zu mir hier. Ach ey. Kleine, du bist wohl der Ver... Bist wohl von der verschmusten Sorte. Wow, sieh dir das mal an. Ach herrje. Okay. Müsste ich ja fast zensieren. Baden ist prima, oder? Es entspannt dich. Na, wie findest du es, Kleiner? Das tut gut nicht. Mir geht's nicht gut, lass mich raus. Gewöhn dich dran, zähl bis 10. 10? 9? Hey Kleiner, wie alt bist du? 8? 21. Du bist nicht mal halb so alt wie ich bin so neidisch. Und weiter?
Möchtest du in meiner Gruppe junge Schätzchen eintreten und wir sagen kein Interesse? 7? 6? Vielleicht in einem anderen Leben. Ja, wenn das so ist, Pech. Wir planen einen Ausflug zu einer Hütte auf dem Land. 5? 4? 3? 2? 1? Es reicht's, ich geh. Warum bleibst du nicht noch und spielst ein bisschen? Papa ist zu einsam. Ach, ey. Ja, unserem Cloud bleibt wirklich gar nichts erspart. Kleiner, das bedeutet mir viel. Da hast du eine Erinnerung an uns. Und wir halten die Bikinihose. Hoffentlich sehen wir uns wieder. Ach hey, ach hey. Was ist das für eine Unterwäsche? Das soll ich anziehen? Naja, wenn es zur Rettung von Tifa ist, führt wohl kein Weg dran vorbei. Okay, und wir haben auch dieses äußerst grausame Erlebnis hinter uns gebracht. Und wir gehen hier noch her. Wenn ich mich als Frau verkleiden will, muss ich das gründlich vorbereiten. Sieht aus, als könnte ich mich hier schminken. Und wir sagen, die sollen mich schminken. Tust du mir einen Gefallen, kannst du mich auch schminken? Kleb, 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 oje. Oje. Na gut, also wir sind auf jeden Fall scheinbar jetzt geschminkt. Und wir gehen wieder raus. Jetzt sind wir bestens vorbereitet, um... Ah, mein Herr, es ist kurz vor Geschäftsschluss, also denken Sie bitte an alle persönlichen Objekte. Okay. Schön. Dann lass uns hier durch. Hey, Cloud! Gut, also das hätten wir überlebt. Und wir speichern natürlich nochmal. Obwohl, wenn wir es jetzt vergeigt haben, haben wir es eh vergeigt, aber wir sollten es eigentlich nicht vergeigt haben. Mal gucken. Yay, wirklich speichern, gespeichert, sehr schön. Und jetzt geht's ab zum Don. Und warum haben wir jetzt diesen ganzen Aufwand gemacht? Das ist relativ einfach erklärt. Es gibt jetzt da die Möglichkeit, quasi ein Date mit dem Don zu erhalten. Ja? Da gibt's drei Möglichkeiten. Entweder das Date findet mit Eris statt, oder das Date findet mit Tifa statt, oder eben mit jemand anderem, nämlich mit Cloud, ja? Und, ach ja. Gut, haha, wir müssen uns natürlich zuerst umziehen, das hätte ich vergessen. Und, nachdem wir jetzt Cloud verkleiden, sieht er aus wie eine Frau. Und ich habe jetzt wieder natürlich extrem gespoilert, naja, egal. So, also wir kleiden uns um. Ziehst du dich um? Okay, ich bin soweit. So, und Cloud zieht sich um und ist jetzt bald eine Frau. Nicht schlecht, das könnte mehr Aufträge für mich bedeuten. Ja, du hast recht, sollen wir es versuchen? Danke, dass du uns etwas Neues gezeigt hast, mein Vater ist jetzt wieder richtig angespornt, das Kleid geht also auf Rechnung des Hauses. Versuch elegant zu laufen, ungefähr so, Fräulein Cloud. Was meinst du mit eleganter? Du bist echt süß, Fräulein Cloud. Ich möchte auch eins. Hast du eins, das gut an mir aussieht? Wie ist das? Wie wäre es mit dem? Vater, was redest du? Dieses ist viel schöner. Ach, was redest du? Dieses. Ich möchte dieses. Wie? Was? Ich ziehe mich jetzt um. Nicht gucken. Na natürlich, ja, es wird nicht geguckt. Keine Angst. Und wie sehe ich aus? Ach, du bist ein Langeweiler. Gut, also wir sind jetzt als Frau unterwegs. Das ist äußerst hübsch. Hier mit so einem Mäschchen und so weiter, ne? Sieht schön aus. Und rein zum Don. Junge, Junge, deine Freundin ist auch ganz schön heiß. Hier reinspaziert. Zwei Damen kommen. Ja, hallo meine Damen. Ich werde dem Dom Bescheid sagen, dass ihr da seid. Wartet hier und schnüffelt nicht rum.
Das ist unsere Chance. Komm, wir suchen tiefer. Ja, wenn ich über die Treppe raufkomme, so genauso. Kommen wir da rein? Nee. Hier. Dann kann ich das Büro Eintritt verboten. Okay. Dann gehen wir runter. In den Keller. Ah, da ist tiefer. Cloud schämt sich wahrscheinlich. Tiefer? Nett, dich kennenzulernen. Ich bin Eris. Cloud hat mir viel von dir erzählt. Und wer bist du? Ach, du warst doch mit Cloud im Park. Ja, mit Cloud. Oh. Mach dir nichts draus. War eine Zufallsbekanntschaft. Es ist nicht der Rede wert. Was meinst du? Mach dir nichts draus. Woraus? Nein, versteh mich nicht falsch. Cloud und ich sind zusammen groß geworden, nichts weiter. Arme Cloud, da muss er hier stehen und zuhören, wie wir ihn nichts nennen. Was, Cloud? Cloud? Ja, wir sind Cloud. Lass mich durch, ich will den Trank. So, also den Äther. Gut. Hä? Cloud! Was hast du denn da an? Und was machst du hier? Vergiss es. Was ist nach deinem Sturz passiert? Bist du verletzt? Lass mich doch mal zu Wort kommen. Ich hab die Sachen hier an, weil ich sonst nicht hier reingekommen wäre. Mir geht's gut. Eris hat mir geholfen. Oh, Eris. Tifa, erzähl mal. Was machst du denn hier? Tja, ich halt mir einfach mal die Ohren zu. Ja, ach so. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Danke. Was ist denn passiert? Als wir vom Reaktor Nummer 5 zurückkamen, war da dieser seltsame Mann und, naja, und Barrett schnappte ihn sich und quetschte ein paar Sachen aus ihm heraus. Und da wurde der Don erwähnt? Aha, Don Cunero. Barrett hat uns gesagt, ich sollte dem Lustmacher auf den Weg gehen. Aus dem Weg gehen, natürlich. Aber etwas beschäftigt mich. Ja, du wolltest also die ganze Sache direkt von Cunero erfahren. Und drum bin ich hierher gekommen, aber jetzt stecke ich in der Patsche. Cunero sucht eine Frau. Jeden Tag holt er sich drei Mädchen, wählt sich eine aus und dann... Und naja. Na und ich muss heute das Mädchen sein, das ist die einzige Chance. Entschuldigt, ich hab's zufällig gehört. Wenn du die drei Mädchen kennst, gibt's doch kein Problem, oder? Naja, aber... Also, wir haben hier zwei, richtig? Nein, Eris, ich kann es nicht zulassen, dass du mit reingezogen wirst. Oh, aber Tifa darf sich in Gefahr begeben. Nein, ich will auch nicht, dass Tifa mitmacht. Wär's dir recht? Ich bin in den Slums groß geworden. Ich bin an Gefahr gewöhnt. Vertraust du mir? Ja, danke, Frau Eris. Nenn mich einfach Eris. Hey! Es ist soweit, meine Damen. Der Don wartet auf euch. Ich habe euch doch gesagt, ihr sollt nicht rumschnüffeln. Also, Frauen heutzutage. Nun macht schon. Ich brauche wahrscheinlich gar nicht zu fragen. Aber das dritte Mädchen bin dann wohl ich, oder? Nicht wahr? Du hast recht. Es war unnötig. Zu fragen. Ja, die sind sich ja wieder richtig einig. Na gut, dann laufen wir mal nach oben. Weil eben kurz einen Schluck getrunken, man hatte sich mir sicher bemerkt, weil ich mein Mikro nicht runtergepegelt habe. Ja, schlimm, schlimm. So, also wir gehen zum Don. Der Don wartet in seinem Zimmer. Ha, 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 ha. So, hallo Don. Ja? Also, meine Damen, stellt euch vor dem Don auf. Gut, großartig. Also, dann wollen wir mal sehen, welches Mädchen soll ich mir raussuchen. Was hier?
Oder das? Juhu, ich habe mich entschieden. Meine Wahl für heute Nacht ist... Diese stramme Mädchen! Augenblick mal. Wollte sagen, bitte warten Sie einen Moment. Hey, mir gefallen Miezen, die es einem ein bisschen schwer machen, ja. Ihr könnt die anderen haben. Ja, Chef. Vielen Dank, Chef. Also, gehen wir, meine Schöne. Ja, toll. Also, Cloud geht jetzt mit dem Don. Ah, endlich sind wir alleine. Also, Miezchen, komm zu Papa. Zuerst holen wir hier Hyper. Ich will nicht zu dir. Freundchen, der dreht sich mit. Du bist so süß, ich könnte dich die ganze Zeit nur ansehen. Gefall ich dir? Und wir sagen, ich gefall dir nicht. Hast du jemand anderes? Und da sagen wir jetzt, ja, er heißt Barrett. Auf keinen Fall. Barrett, kommt mir bekannt vor. Na, du weißt schon. Der ist einer von denen, über die du mehr wissen solltest. Du weißt schon, Avalanche. Ach ja, klar, in den Slums in Sektor 7. Woher weißt du das? Weil ich ein Mann bin. Ein Mann, du hast mich reingelegt. Wache sofort hier rein. Leider wird dir niemand helfen. Ihr seid die von vorher. Was ist hier los? Halt den Mund, jetzt stellen wir die Fragen. Was sollten deine Agenten herausbekommen? Rede, wenn du es uns nicht sagst. Hacke ich sie ab. Nein, bloß nicht, ich werde reden, ich erzähle euch alles. Also, erzähl. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen herausfinden, wo der Mann mit dem Gewehrarm war. So war mein Befehl. Von wem? Nein, wenn ich euch das sagen würde, würden die mich umbringen. Red schon, wenn du uns nichts sagst, reiß ich dir was ab. Nein, es war Heidegger von Shinra. Heidegger, der Leiter des Amtes für öffentliche Sicherheit. Der Leiter des Amtes für öffentliche Sicherheit? Hast du Shinra gesagt? Was haben die vor? Sag schon, wenn du es uns nicht sagst, zerschlag ich sie. Du meinst es ernst, nicht wahr? Oh Mann, ich mache auch kein Spielchen, weißt du. Shinra versucht, eine kleine Rebellengruppe namens Avalanche niederzuschlagen und will ihr Versteck infiltrieren. Und die Shinra, sie sind wirklich sich... Was? Ich kenne mich nicht mehr aus. Und Shinra, sie wirklich niederschlagen, im wahrsten Sinne des Wortes, indem sie den Pfeiler der Platte über ihnen sprengen. Den Pfeiler sprengen? Weißt du, was passiert? Die Platte wird Peng machen und alles wird kaputt gehen. Ich habe gehört, der Versteck ist in den Slums von Sektor 7. Ich bin bloß froh, dass es nicht hier in Sektor 6 ist. Sie wollen die Slums in Sektor 7 zerstören? Cloud, kommst du mit mir zum Sektor 7? Klar, Tifa. Na, Augenblick mal. Halt den Mund. Nein, warte, es dauert nur eine Sekunde. Was glaubt ihr, wie sich ein Dreckskerl wie ich fühlt, wenn er von Wahrheit redet? Weil ich nicht weiß, was los ist. Fast richtig, aber kein Preis. Oh mein Gott, und die Falltür öffnet sich. Und eine Zwischensequenz. Wir sind im Shinra Hauptquartier. Präsident Shinra. Was machen die Vorbereitungen? Sieht gut aus. Ich habe die Turks damit beauftragt. Präsident,
Wollen wir wirklich gegen eine Gruppe aus wenigen Mitgliedern vorgehen? Was ist los, Reef? Willst du aussteigen? Nein. Aber als Leiter der Städteplanung hatte ich mit Bauverwaltung in Midgard zu tun. Deshalb. Reef, dein persönliches Problem solltest du zu Hause lassen. Der Bürgermeister ist ebenfalls dagegen. Bürgermeister, du weißt, der Typen, der die ganzen Geschäfte plant, egal, ich hab's weggeklickt versehentlich. Darf ich mich entschuldigen, Präsident Shinra? Du bist müde, warum nimmst du dir nicht ein paar Tage Urlaub? Wir zerstören Sektor 7 und berichten, dass Avalanche dahinter steckt. Dann leiten wir die Shinra Inc. eine Rettungsaktion ein. Das ist perfekt.